Ein Drachenkopf und eine Trommel, das sind wohl die wichtigsten Elemente eines Drachenboots. Neben den Paddern natürlich, die paarweise auf Bänken nebeneinander sitzen und mit Stechpaddeln das Boot vorwärts bewegen. Wir haben uns einmal das Training des Meidericher Kanuclubs genauer angeschaut, denn das läuft momentan auf Hochtouren. Ausdauer- und Krafttraining. Trockene Übungen, bevor es an die Praxis geht. Die Sportler des Meidericher Kanu-Clubs kommen bei den Vorbereitungen für die Drachenboot-Stadtmeisterschaft ordentlich ins Schwitzen. Sprintstrecke, Mitteldistanz und Langstrecke. Die drei Disziplinen gilt es in der Meisterschaft zu bewältigen. Nichts für Ungeübte. Doch das genau ist der Plan. Mit dem Dreikampf werden lediglich sportlich ambitionierte Teams angesprochen. Denn der sportliche Aspekt im Drachenbootrennen wird manchmal unterschätzt. Das ist einfach 20 Leute in einem Boot plus Trommler plus Steuermann. Und da kann man sich natürlich dementsprechend verausgaben. Mit großen Zielen startet der MKC in den Wettbewerb. Seit einiger Zeit schon bereiten sich seine Paddler auf die Drachenbootmeisterschaft vor. Wir haben einen, sag ich mal, speziell entwickelten Paddel-Crossfit-Parcours aufgebaut, den wir quasi als Crossfit-Zirkel betreiben, abgestimmt auf die Bewegungen, die im Drachenbootsport erforderlich sind. Danach machen wir, weil im Drachensport relevant, Synchronitätsübungen am Steg. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, unser Boot so ungefähr 2 Meter vor dem Steg festzumachen und dann Synchronitätsübungen abzustimmen. Wir können den Paddler individuell betreuen, wir können individuell auf die Fähigkeiten oder auch Defizite eingehen, um dann anschließend in einem dritten Teil dann ein klassisches Fahrtraining zu machen, wo es dann letztendlich auf gemeinsame Bewegung des Bootes kommt. Nach dem trockenen Training geht es dann endlich ins kühle Nass. Bewegungslehre am Steg und Übungen für die richtige Technik. Dann wird losgepaddelt. Doch hartes Training und gute Technik ist nicht alles, was einen Drachenbootsportler auszeichnet. Fun ist klar, also jeder sollte ein bisschen Spaß haben. Ehrgeiz, ganz wichtig. Siegeswille natürlich, dass die Leute eben halt, wenn wir die vorderen Positionen erreichen können oder haben, dass da eben halt auch eine Menge Adrenalin bei ist und dass sie sagen, okay, Chaka, das ist eben halt mein Sport. Und ich eben halt dabei bleibe und das vielleicht auch noch ein bisschen weiterbringe. Denn das ist ja sowieso heute unser Ziel hier, dass die Leute sehen, was wir hier machen und dass sie sagen, hey Mann, kenne ich vielleicht gar nicht, ich gehe da mal einfach hin und gucke mir das an und steige da eben halt mit ein. Begeisterung für den Sport, das haben alle Paddler des MKC gemeinsam. Denn im Drachenbootsport ist die Motivation jedes einzelnen Teammitglieds entscheidend. Und die finden die Sportler an ganz verschiedenen Stellen. Es macht mega Spaß. Man ist auf dem Wasser, das beruhigt, entspannt, aber es ist auch fordernd. Und es ist ein Teamsport. Dadurch ist das Ganze noch spannender. Der Sport ist, ja, das ist natürlich eine Leistungssache auch, dass man zu den populären Sportarten wie Fußball oder sei es jetzt hier bei uns in der Ecke auch Hockey oder Handball, dass man da eine Alternative hat, wo man jetzt zum Beispiel auch im gewissen Alter auch nochmal in die Leistungsklasse reingehen kann. Ne? Also wenn man sagt, okay, mir tun natürlich die Beine weh oder die Knie weh, dass ich sage, okay, ich habe eine Alternative jetzt. Ne? Und das ist eben halt gerade der Kanusport, sprich eben Drachenboot auch. Beim Paddeln ist jeder willkommen. Die Sportler müssen allerdings an ihre Grenzen gehen, um sich den Titel als Stadtmeister zu holen. Wer dafür noch mehr Zeit zum Training braucht, hat Glück. Denn auch in den nächsten Jahren wird es den Dreikampf hier in Duisburg geben. So lautet zumindest der Plan. Ja, und wie dieser Plan überhaupt entstanden ist, darüber spreche ich jetzt mit demjenigen, der den Plan entworfen hat und Vorstandsmitglied des MKCs ist. Herzlich willkommen, Michael Jasinski. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Schönen guten Abend. Herr Jasinski, die Idee, ein Drachenbootrennen nur für Sportteams zu veranstalten, die ist ja ziemlich neu und kam von Ihnen. Wie entstand die denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob die so neu ist. Es gibt ja letztendlich auch Sportregatten. Allerdings, mir ist aufgefallen in den mehr als 10 Jahren, die ich im Drachenboot unterwegs bin, auch schon, dass die Fun-Regatten alle klasse sind, aber da natürlich der Sportteil, der meist integriert ist, ja auch in einer Fun-Regatta, doch eigentlich nicht wirklich honoriert wird bzw. herausgestellt wird. Lustigen Hütchen und der Spaß, der zu Fun-Regatten definitiv dazugehört, der diese Regatten ausmacht, steht im Vordergrund. Der Sport, der aber dahinter steht, der ernstzunehmende Kanusport, der geht im Grunde genommen dabei unter bzw. ist gar nicht sichtbar. Und so haben wir uns überlegt,
mit der Regatta-Folge, die wir hier in Duisburg, in dieser Kanu-Stadt ja schon haben, mit den Kollegen von Homberg-Gerd im Frühjahr, mit der Kanu-Gilde im Sommer, mit der Fun-Regatta, dass wir sagen, als MKC, wir machen eine rein sportorientierte Regatta mit ganz klarer Zielsetzung, Leistungsteams heranzubekommen, Breitensportteams zu bekommen oder auch die ambitionierten Fun-Sportteams, die auch mal auf so einer 5-Sterne-Regatta-Anlage unter fast olympischen Bedingungen ihren Kanusport mal erleben sollen. Und der Zuschauer eben sieht auch und wahrnimmt, ist ein wirklich ernstzunehmender Kanu-Rennsport. Woran machen Sie das fest, dass die sportliche Leistung eben nicht genügend beachtet wird bei diesen Fun-Regatten? Liegt daran, dass ich im Grunde genommen nach diesen Fun-Regatten relativ wenig, wenn dann Presse lese, die in erster Linie über die Fun-Teams geht, über die gute Stimmung, die auch da ist, über die, lustigen Hütchen, die getragen wurden, tolle Verkleidung, war lustig. Aber dass zum Beispiel die Sportergebnisse nicht mal kommuniziert werden. Dass da auch Sportteams da waren, die, 2 bis 5 Mal die Woche wirklich trainieren und einen sehr ernstzunehmenden Leistungssport betreiben. Ja? Und denen möchte ich ganz gerne auch da eine Plattform geben. Der Vorteil einer solchen Fun-Regatta ist aber wahrscheinlich, dass viele erst auf den Geschmack kommen, eben Definitiv. Dann vielleicht auch professionell Drachenboot zu fahren. Sie haben gerade gesagt, Sie sind schon seit über 10 Jahren dabei. Sie haben bestimmt auch schon mal an einer teilgenommen, oder? Definitiv. Ich gebe auch zu und ich finde die Regatten auch fantastisch. Also da ist keine Kritik an Fun-Regatten, absolut nicht. Die sind klasse. Die ermöglichen vielen Menschen den Zugang zu dem Drachenbootsport, eben über ein Ereignis, über ein kollektives Ereignis als Team zu gewinnen, Pokale, das zu feiern und den Spaß zu haben. Aber in der nächsten Stufe entwickelt man sportlichen Ehrgeiz, geht über den Breitensport, dann eventuell sogar bis hin zur Leistungsklasse und kann in diesem Kanusport auch national, internationale Wettbewerbe fahren. Die Schritte sind im Grunde genommen klasse, auch für den Einzelnen zur Entwicklung. Allerdings wird das eben nicht mehr wahrgenommen. Ja. Ja. Sie möchten eben zusätzlich zu diesen Fun-Regatten eben noch extra eine Stadtmeisterschaft für Sportteams. Genau, definitiv zusätzlich, nicht ersatzweise oder sagen, das ist jetzt das Nonplusultra. Aber diese Plattform muss eben auch da sein. Mhm. Ja. Wann kam Ihnen die Idee? Wie lange hat es gedauert, das Ganze ins Rollen zu bringen? Hat das sehr lange gedauert? Oder? Ich bin jetzt mit dem Gedanken seit 2 Jahren unterwegs und führe seit 2 Jahren Gespräche mit ambitionierten Teams bei Regatten. Und ich habe festgestellt, dass doch einige von den Sportteams dann eben auch diese Gedanken pflegten und auch da ein Bedarf erkennbar war. Und habe dann natürlich mit der Regattabahnverwaltung mehrere Jahre jetzt auch darüber gesprochen. Es gab immer Aspekte, warum es jetzt nicht gehen sollte. Ich habe dann ein Sportkonzept vorgelegt und dieses Sportkonzept wurde dann jetzt zum Ende des letzten Jahres hin als gut befunden und man hat mir dann den Termin dann für dieses Jahr auch gegeben. Mhm. Am Samstag startet ja der Drachenboot-Dreikampf. Was für ein Engagement erwarten Sie sich denn? Ähnlich wie bei einer Fun-Regatta oder glauben Sie, dass es vielleicht ein bisschen abnimmt, weil diese lustigen Hütchen, wie Sie es eben genannt haben, fehlen? Kann natürlich passieren, ganz klar. Es wird also wahrscheinlich nicht den Zuschauer geben, der vorbeikommt und jetzt hier gerade eine lustige Stimmung aufnehmen möchte. Wir werden aber definitiv eine gute Stimmung haben, weil wie ich ja auch schon mal gesagt habe, Drachenbootsport ist irgendwie auch der Outlaw des Kanu-Rennsports. Ja? Und wir sind natürlich Rock'n'Roller irgendwo, sonst würden wir den ganzen Sachen ja auch nicht machen. Und dementsprechend heißt es am Samstag für uns alle auch Rock'n'Roll. Und wir werden letztendlich garantiert tolle, fantastische Rennen von Leistungsteams sehen, die genauso viel Spaß machen als die lustigen Hütchen. Mhm. Ja? Und der MKC Dragon startet ja am Samstag? Definitiv. Das ist das Breitensportteam des Meidericher Kanu-Clubs. Wir haben ja, wie in dem Film jetzt gerade gesehen, diese Trainingseinheit, die wir dort gesehen haben. Wir haben so einen Zusammenhang der Teams. Wir grenzen die Teams also nicht ab. Von dem Anfänger über den Fortgeschrittenen, über das Frauenteam bis hin zu dem Breitensportteam, den MKC Dragons, kann jeder Paddler wählen, wo er sich sportlich einsortieren möchte. Und die Dragons sind natürlich ganz klar Breitensportteam und die werden auch in der Klasse Breitensport fahren. Was denken Sie, wie steht es denn um das Team? Was für Chancen hat es zu gewinnen? Also ich würde sagen, da sind schon ganz gute Gegner dabei. Aber natürlich, dadurch, dass wir diesen Dreikampf eben haben, hat jedes Team, was ja so unterschiedliche Stärken hat, der eine ist im Sprint stark, der andere bei den 500 Metern der Mittelstrecke dann wieder besser ambitioniert, der andere verfügt über klasse Konditionen und kann bei den 2000 Metern seine Leistung richtig hervorspringen, denke ich mir, dass jedes Team irgendwo dann doch eine gute Chance hat, aufs Treppchen zu kommen.
So auch meine MKC-Dragons, ganz klar. Ja. Sie haben schon gesagt, Sie werden wahrscheinlich nicht mitfahren dürfen. Sie werden wahrscheinlich zuschauen dürfen? Müssen und organisieren. Also ich sag mal so, ich habe mir selbst die Freigabe erteilt, ich dürfte. Nein, das ist alles ganz klar. Das Problem ist, dass natürlich der Organisationsaufwand doch sehr groß geworden ist, größer als ich auch eingeschätzt habe am Anfang. Dann ist leider so, wie es kommt bei großen Veranstaltungen, es fällt immer mal der ein oder andere aus, so hier auch. Und so muss ich jetzt zwei Leute ersetzen und dann bin ich jetzt wahrscheinlich noch mehr eingespannt und werde wahrscheinlich nicht mitfahren, leider. Ich hätte meine Paddelsachen aber mitnehmen. Also wenn der Trainer sagt, ich darf mitfahren, dann werde ich hoffentlich mal ein Rennen mitfahren können. Ja, und ansonsten halt anfeuern, ne? Ja, anfeuern sowieso. Ja. Die Frage stellt sich ja nicht. Ja, genau. Wenn wir nochmal auf die Stadtmeisterschaft zurückkommen, wie sehen Sie denn da so in die Zukunft? Also wird es nach dieser Veranstaltung, denken Sie, dass es dann davon noch mehr geben wird? Also wir... Die ganze Intention, dieser ganze konzeptionelle Ansatz ist darauf aus, die Sache zu einem festen Datum zu machen im Kanu-Kalender. Ja, das heißt, wir werden also im Herbst die Stadtmeisterschaft in Duisburg haben, den Dreikampf, der sehr hart ist, weil 7 Rennen gefahren werden. Ich gehe davon aus, dass wir, also nächstes Jahr ist schon 100% sicher. Wir suchen zurzeit gerade das Datum. Und eigentlich ist die Sache von allen Seiten, Stadtsportbund, Landessport, Stadtsportbund, Duisburg-Sport, geplant als dauerhafte Institution für Drachenboot-Sport. Dann drücke ich Ihnen für Samstag auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Und bedanke mich für Ihren Besuch, Herr Jasinski. Ja, gerne. Dankeschön.